Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen doch jetzt mal das hier mit den Flugprüfungen hier machen, um dem mal dem anderen Auftrag, der schon vor Urzeit mal gegeben hat, wegen den Besenverbesserungen etc. pp. Mal sehen, ob ich da irgendwas beschickt bekomme. Ich glaube zwar nicht, aber... Steht das Besenrennen noch? Na klar. Bin nur überrascht, dass du zurück bist. Wo hatte sich dein Mumm versteckt? Im Verschwindekabinett? Zeig, was du drauf hast. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Da sind wir schon zu zweit. Oh, 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 oh. Das gefällt mir schon viel besser. No, nein, nein, nein. Okay, die Hälfte haben wir ja schon. Super. Oh. Dreh noch nicht raus. Ja, ich hab's auch gewusst. Ich hab's gewusst, irgendwo... Das gefällt mir schon viel besser. Irgendwo wieder verhaspel ich mich. Perfekt. Na. Also 2,17. Okay, gut. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir sehen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Okay. Okay, Albie Weeks, das war ja der Besen-Junkie. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich das Rennen gewinne. Ich dachte, ich würde jetzt katastrophal ablosen und irgendwie doppelt oder dreimal so lange brauchen wie eigentlich. Ich hätte brauchen müssen, um zu gewinnen, aber gut. Ist hier, dass ich sage. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf einem Besen den Rekord gebrochen. Auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Mr. Weeks,
Ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ich will mehr hören auf bald. Wer hat an ihn gezweifelt? Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Ich will mehr hören, auf bald. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Okay, jetzt kann ich aber auch gleich das mal mein... Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Mein Kram hier. Was ich nicht brauche, kann ich auch gleich verticken hier. So, was hat er denn hier alles? Ach, Quatsch, brauche ich nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Gut. Willkommen zurück. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich bin noch gar nicht draußen. Ja, geil. Okay, weiter geht's. Na, wonach suchen Sie heute? 1000? Okay, gut. Kaufe ich. Ja, damit. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Können Sie mehr über die Irondale-Strecke erzählen? Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Alles klar, aber dann jetzt... Ja, wir wollen jetzt mal was anderes machen. Und zwar treffe ich im verbotenen Wald mit Poppy. Oder machen wir Nettie? Vor Hogsmeade. Ja, dann machen wir Nettie. Ich bin ja gerade in Hogsmeade, also. Dann machen wir Nettie. So, wo ist denn die gute Nettie? Da kann ich jetzt hier meinen Besen nehmen? Natürlich nicht. So, warte mal, neben den Zaubersprüchen, da will ich mal was anderes machen. Ja, will ich den mal hinmachen. Und dann... So, warte mal. Gegner,
Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Große Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Er trifft Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. Ja, dann nehmen wir den hier einfach mal raus. Und hauen den, oder nee, hauen wir hier rein und dafür hauen wir dann einfach den da mal rein. Nehmen wir den aber mal so. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rabe. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Okay, wo kann ich sie finden? Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rabe bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Ich rede mit Mr. Bickles Freunden. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Okay. Dann gehen wir erstmal hier in die drei Besen. Ach, Weihnachten, ja geil. Cool. Es geht mir nichts an, was andere zu Hause treiben. Man weiß aber nie, welche lotterige Zustände dort so herrschen. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Revelio. Vielleicht sollte ich ja einfach mal Oh, Isco, was habe ich getan? Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum sollte Harlow ihren Mann und nicht sie entführen? Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun.
Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Mhm. Haben Sie Hallo Informationen über Gringotts gegeben? Haben Sie Hallo geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Bestätigt die Notiz die Entführung? Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Das habe ich gebraucht. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickel wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügige, bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir uns zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Warte mal. Ist der auch jetzt hier im Drei Besen, oder? Ja, sieht so aus, ne? 47 Meter, warte mal. Nope. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickel gesprochen. Sie kennen die Bickels? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Diese Nachricht. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde.
Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm RH. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Wie verbergen Sie die Erpressung? Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Miss Hill scheint nett zu sein. Können Sie es ihm sagen? Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Ja, Teufelskreis. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Okay. Dann wollen wir mal. Ups. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Es war klug von Ihnen nichts zu sagen. Sie hätten etwas sagen sollen. Sie hätten vielleicht Mr. Bickles Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, wenn es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Hallo, ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. So, ich will erstmal hier das Schloss aufmachen. Okay. Okay, warte mal, wo komme ich jetzt da an die andere Truhe ran? Okay, wahrscheinlich ist sie draußen. Die ist wahrscheinlich gar nicht hier drin. Die muss draußen sein. Crap.
Rüstung? Ah, so eine Rüstung. So, das war's für euch. Okay, jetzt können wir mal zu Netten. Ach, Kacke, das wollte ich doch gar nicht. Ach, mit Wesen kann ich hier gar nicht fliegen. Ah, okay, gut. Nati ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Okay, gut, dann gehen wir mal dahin. Upsala, das nehmen wir nochmal mit. Da krapsche ich nochmal rein. Nati muss hier irgendwo sein. Natis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio! Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Okay. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ach, schon gut, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab. Und sagt, das Ding soll wieder dabei. Bye, bye.